Recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge. Das letzte Mal haben wir Mads Nicholson hier besiegt. Und hier geht's frisch und munter weiter. Wie geht's, Klein Lou? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Euer T. Wie immer für euch am Mike. Na, sieh mal an. Anscheinend mag mich das Kind. Ihr zwei wart bewusstlos. Ich ließ euch herbringen. Du hattest recht. Was du dort auch getan hast, es hat uns in unsere Welt zurückgebracht. Fracht und Ausrüstung sind in deinem privaten Kasten. Ihr habt einen ganzen Tag geschlafen, als wärt ihr tot. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin schon wieder in Capital Nord. Fragiles Strand erweist sich als ziemlich praktisch. Sam, ich muss mich entschuldigen. Lou war der Name für dein eigenes Baby, wenn es überlebt hätte. Ich hätte früher darauf kommen müssen. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auf Aufzeichnungen von vor 10 Jahren gestoßen. Ein Tod, ein plötzlicher, mitten in einer kleinen Stadt. Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Niemand ahnte was, bis es zu spät war. Ein leerer Sturz. Ihr Ehemann, ein Mitglied von Bridges, hatte Dooms. Er wollte, aber er kam nicht rechtzeitig zu ihr. Die ganze Stadt verschwand von der Landkarte. Zurück blieb nur ein riesiger Krater. Und er. Denn er war ein Wiederkehrer. Die Leute wollten antworten. Hatte der Mann den Leichnam seiner Frau versteckt? Der einzige Überlebende war der einzige Verdächtige. Es war einfach, ihn zu beschuldigen. Und das tat man. Und es dauerte nicht lang, da beschuldigte man auch Bridges. Der Mann fühlte sich verantwortlich, also ging er fort. Und seine verstorbene Frau, ihr Name war Lucy. Sie war schwanger gewesen, die Ärmste. Und sie hatten auch schon einen Namen für ihren Sohn. Lou. Daraus wurde nichts. Oh, doch. Präsidentin Strand hat's mir erzählt. Sie redete ständig von dir. Er hätte nicht gleich alles zurücklassen müssen, sagte sie. Hältst jetzt mal die Fresse? Ganz ruhig, Sam. Setz dich. Ich habe dir von meinem Körper erzählt, der zu 70% von Kadavern genährt ist. Willst du den wahren Grund erfahren? Denn was du gehört hast, habe ich bloß erfunden. In Wahrheit bin ich Frankensteins Monster. Synthetisch. Gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Und als der Lebensfunke nicht auf all meine Organe übergriff, ersetzten sie die fehlerhaften mit denen der Toten. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin eine seelenlose Fleischpuppe. Kein K. Ein Toter. Traditionell geborene Menschen haben Strände. Du hast einen. Bibi auch. Mir fehlen solche Verbindungen. Keine Mutter, kein Jenseits, kein Strand. Verstehst du jetzt, wieso mir das alles so wichtig ist? Wieso ich zu Bridges ging? Das Schlachtfeld, das war ein wirklich schrecklicher Strand. Aber komisch, ich hasste ihn nicht, denn ich wusste, dass du mich holst. Das habe ich noch nie gespürt. Eine Verbindung zu irgendjemandem. Du hättest nicht gleich alles zurücklassen müssen. Damit hatte die Präsidentin wohl recht. Da war nichts, das ich zurückließ. Schließlich war ich dort noch nie willkommen. Komm, sogar ich war willkommen. Ach, das hattest du in der Hand. Eine alte Erkennungsmarke, amerikanisch. War nicht leicht, sie dir abzunehmen. Ich war von Mads Nicholson. Clifford Unger, wie du siehst. Ich habe unsere Datenbank befragt. Hab ihn gefunden.
Er war bei den Special Forces. Kämpfte im Kosovo, Irak, in Afghanistan. Da ist er. Das ist er. Tja, mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Du bist bestimmt voll mit chiraler Materie vom Schlachtfeld. Zeit für eine Dusche, sag ich. Oh, dieses Mal komme ich nicht mit. Das mit Die Hardman hat sich erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere nicht aufgenommen werden. Wow. Das ist... Meine Güte, was für eine Story hier. So, erstmal eben unter die Dusche. Nach der harten... Sam, hörst du mich? Du ahnst es sicher. Die Zeit stand hier still, während ihr auf diesem Schlachtfeld wart. Falls meine Annahme stimmt, ist die Dimension, in der du warst, eine Art Strand. Zur Erklärung. Unsere Körper, unser H, bewohnen alle dieselbe Welt. Aber unsere Seelen, unser K, besitzen eigene Strände. Diese Strände nehmen unseren Köpfen Gestalt an, durch unsere Vorstellung, Religion, Philosophie und so weiter. Demnach kann ein Strand alles sein. Und diese vielen Alles bilden ein Multiversum. Sterben jedoch viele Menschen gleichzeitig, können sich ihre Strände verheddern und ein Strangfeld erzeugen. Dieses Phänomen nimmt in Kriegszeiten durch die allgegenwärtigen Gefühle der Feindseligkeit und Verzweiflung zu. Strände verheddern sich leichter und häufiger. An so einem Strand verschwinden Ausgänge und Erfahrungen werden zu Endlosschleifen. Stell dir einen Plattenspieler vor. Die Nadel hüpft und wiederholt immer wieder denselben Satz. Sie kämpfen einen Kampf ohne Anfang und ohne Ende. Alles dreht sich immer im Kreis. Das Schlachtfeld, auf dem du warst, lag in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg. Was seltsam ist, da der Mann, dem du begegnet bist, Clifford Unger, gar nicht in dieser Schlacht kämpfte. Ich kann es nicht erklären, aber wenn du mich mit dem chiralen Netzwerk verbindest, wer weiß, was wir dann entdecken. Heftig. Bist du noch okay. Da, Sam? Wenn ja, habe ich eine Bitte. Geh nach oben zum Lieferterminal, wenn du soweit bist. Okay, schauen wir mal eben, was sie wollen. So, erstmal eben zum Tisch. Unsere perfekte Sonnenbrille wieder aufsetzen. Und wir ziehen uns natürlich noch ein Bierchen rein hier oder Red Bull. So, schön, dass man jetzt alles hier so überspringen kann. Sehr cool. So, trinken wir noch ein. Überspringen wir. Noch ein. Überspringen. Noch ein. Überspringen. Dann dauert das Ganze nicht so lange hier. So. 25% erhöht. Dann können wir los. Muss ich gleich mal im kurzen Check machen von meiner... Na, was kommt jetzt? Kann ich helfen? Ach du Scheiße. John. Bist du das? Was tust du hier? Meine Frau liegt hier. Das vom letzten Jahr soll sich nicht wiederholen. Tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. Bridges ID wird gescannt. So, mal eben schauen, was hier jetzt anliegt. So, ich gucke erstmal eben nach meiner Ausrüstung, was wir da alles weghauen können. Dabei? Auf dem Rücken leer. Krass! Nichts mehr dabei. Geschlossen.
Dann müssen wir aber unbedingt... Sam, die Westseite dieser Region bedeckt ein riesiger Teergürtel. Dahinter liegt Edgenon City, die letzte Bastion der Zivilisation da draußen. Diese Stadt ist dein letztes Ziel. Sobald du sie mit dem Cupid an das chirale Netzwerk anbindest, deckt es den ganzen Kontinent ab. Amerikas Wiedergeburt ist so nah. Und vergiss nicht, dass Amelie dort gefangen gehalten wird. Du musst sie sicher nach Hause bringen. Aber ehe du den Teergürtel durchquerst, musst du noch einen weiteren Knoten knüpfen. Hartman wird dich unterstützen. Hartmans Labor, okay. Sam, du müsstest mir ein paar Dinge bringen. Erstens, die Erkennungsmarke dieses Soldaten. Steck sie in eine Tasche, damit du sie nicht verlierst. Zweitens, Mamas Leiche. Ihr Körper zeigt keine Anzeichen von Nekrose. Und ich würde sehr gerne wissen, warum das so ist. Vielleicht erfahren wir durch genauere Studien etwas, das uns helfen könnte, den gestrandeten Tod zu überwinden. Selbstverständlich. Noch eine Minute. Ich habe nicht viel Zeit. Bereite dich vor, ich erwarte dich. Am Terminal findest du den offiziellen Auftrag. So, gibt's noch Bots-Aufträge? Ich muss erstmal Ausrüstung jetzt herstellen. Ich habe ja gar nichts mehr. Doch, die habe ich noch. Die Klettdinger. Da habe ich... Oh, da muss ich auf jeden Fall mal zwei von nehmen. So, okay. Blutbeutel. Wie viel habe ich davon? Im Besitz 6. Und ich würde sagen, das langt erstmal. Die leeren, die kann ich dann auch wegschmeißen. Beziehungsweise da kann ich mich nachher mal ein bisschen entleeren hier. Dann brauchen wir... Nicht tödliches. Aha, sollte ich also noch haben. Okay. Ist noch im Besitz. Und wir werden uns noch ein Moped bauen. Schuhe sind noch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ist oder steht hier noch eins? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass hier noch eins steht. Nö. Das haben wir ja das letzte Mal dabei Hartman gelassen. Das heißt, oder ist das was ist hier was in der Garage? Na, Moped ist mir eigentlich lieber. Dann machen wir mal im Moped hier fertig. Zack, jawohl. So, Aufträge annehmen. Schauen wir mal eben, was hier jetzt anliegt. Aufträge für Sam. Leichenlieferung. Bergung, Winterkleidung. Das müssen wir noch. Zu Hartmans Labor. Ja, super. Okay. Den Leiter haben wir eine, wo auch immer die immer stecken. Die brauchen wir nicht. Anti-GD, muss mal gucken. Anti-GD, da sollen wir eine haben. Ich nehme mal noch eine. Falls die leer ist, kann ich die immer noch wegschmeißen. So, bestätigen. So, Anti-GD. TCK, Anti-GD, britische Stiefel, Mamas Leiche. Ach, ich kann da gar nicht so viel mitnehmen, ne? Shit!
Da ist ja Mamas... Moment, kann ich die denn nicht irgendwie offen... dass ich mehr mitnehmen kann? Nee, Moment. Das ist alles im Lager. Ach du Scheiße. So. Ah, shit. Dann kann ich ja auch nicht mit dem Moped fahren, ne? Okay. Also wir haben keinerlei Verteidigung. Das ist ja shit. Wenn ich das jetzt in der Hand am Anzug befestigen. Okay. So, wo ist jetzt Mamas Leiche? Die muss ja dann irgendwo... Ach, der kommt. Oh. Die Schwester. Wie kommt die auf einmal hierher? Und keine Sorge, sie wird nicht nekrotisch. Orlingen ist speziell. Wäre lustig, wenn unsere Haas alle sind. Mama tragen. Kann ich die denn nicht irgendwie? Ach, die wird jetzt dazwischen geklemmt. Ich guck, ob das geht. Ah, das geht. Geil. So, schauen wir mal eben schnell, wo der Typ wohnt. Wo hat der... Ach, Hartmanns Labor. Oh, das ist aber eine ganze Ecke, wa? Erstmal hier. Mit der Rotsche bringt das auch nichts hier, ne? Ich könnte jetzt bis zu der Rotsche fahren, ja? Also hier sind aber auf jeden Fall überall Wege. So, da fahren wir erstmal lang. Ich muss jetzt hier einmal gleich rum. Nochmal eben voll tanken. Okay. Ja. Vielleicht kommt man da. Da ist ja eine in der Nähe. Hab ich da Chance, dass ich damit da mit dem Ding hinkomme hier? Moment. Vielleicht kann ich hier noch eins bauen. Das wäre ja der Hammer. Nochmal her. TCK 2. Jo, ich kann hier eins bauen. Geil. Das passt sogar. Mega. Müsste eigentlich passen, ne? Wenn ich da jetzt... Sehr schön. Ich muss das mal ein bisschen größer haben hier. Ich müsste da. Oder hier. Moment.
So, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Einfach mal ausprobieren. Gott verdammt. Zwei Rutsche benutzen. So. Hoffentlich ist das jetzt die richtige Richtung. Ja. In die andere Richtung kommen wir nicht, wa? Da ist auch noch eine. Okay, fahren wir erstmal da. Okay. Mal schauen, wo wir jetzt sind. Das sieht doch schon gut aus. Da ist der Arzt. Kann ich vielleicht gleich noch eine hier bauen? Und dann komme ich nachher auch schneller zurück. Mal schauen, wo ich jetzt überhaupt. Wo ich jetzt überhaupt lang muss. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Waffeneinschränkung aufgehoben. So, wollen wir mal gucken, was Hartman sagt. Oh, oh, oh. Mal gucken, wo ist jetzt? Das ist die nächste. Ja. Die ist aber zu weit weg, ne? Von dem anderen Vogel. Ich müsste jetzt eigentlich da lang. Ja. Komm, das schaffst du. Du bist ein starker Kerl, bist du. Ein ganzer Kerl dank Schappi. Guck mal, hier ist auch so ein kleiner Durchgang. Oh, oh, hier ist es aber... Na? Das passt nicht, ne? Shit. Oh, oh. Da kommen wir nicht... Verdammt. Wieso kommt der da denn nicht hoch? Nee. Das geht nicht. Da kommt er nicht hoch. Ah, der Kleine ist ja auch wieder an Bord. Stimmt ja. Das heißt, ich muss da ganz rumlatschen. Nein! Okay, ich muss hier ganz hoch. Du meckert doch nicht rum hier, Mensch. Bibi, du bleib mal easy. Alter, was hat... In welchem Archiv wohnt der denn hier? Der Sack... Okay, wir gucken jetzt gleich mal da in die Richtung. Dass wir hier gleich noch ein TCK einsetzen und gleich noch eine Seilrutsche bauen. Ja, einmal TCK. Steilhang. Ach, der ist ja auch da. Das bringt ja noch nichts. Ist weiter hoch. Ich geh jetzt erstmal hoch hier. Komm her, Baby. Anhalte. Nein, ich konnte fallen. Ah!
Irgendwie ist das rutschig hier. Ja, wie soll ich da denn sonst bitte hochkommen? Ja. Okay. Komm, Baby, jetzt mach mal ein bisschen hier. Nimm den mal weg hier. Kann er besser laufen. Geht doch. So, dann laufen wir hier immer in die Dinger rein, am besten. Dann rutschen wir nicht so weit runter. Das Ding ist echt ganz cool, was ich jetzt da am Rucksack dran habe. Wenn man dann hinfällt, fällt man nicht so weit und vor allen Dingen nicht so hart. Dafür fehlt mir dann eine Granatentasche und irgendein Akku, aber den habe ich glaube ich sowieso nie benutzt. So, ich gebe mal Vollgummi hier. Das sieht doch gut aus. Hier sollten wir eigentlich auch gleich eine Rutsche bauen können. Meine Güte, was ist das denn für eine ätzende Gegend hier? Das wird ja immer schlimmer. Okay, da ist jetzt ein... Ich glaube, das ist aber nicht weit genug weg. 130 Meter. Und das ist zu weit weg, ne? Oh! 292, cool. Vielleicht können wir uns da den Weg ein bisschen erleichtern. Ich weiß gar nicht, wie viel Seilrutschen ich hier jetzt inzwischen gebaut habe. Aber es waren einige. Konstruktion abgeschlossen. So. Hoffentlich war das jetzt die richtige Richtung. Gucken. Ja, das war gut. Das war gut. Das heißt, da hinten sind 227. Da kommen wir nicht weiter. Und da kommen wir raus. Alles klar. Super, das hat doch schon ordentlich was gebracht hier. Sehr geil. Sehr cool. Komm, nun bleib mal locker hier. Alles gut. Noch mehr klettern. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ja. Mega steil, das stimmt. Aber wo wohnt der denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Boah. Schön Leichtgewicht halten, mein Lieber. Die Aufgaben hier werden auch immer heftiger. Mal schauen, nicht, dass ich hier in eine falsche Richtung laufe. Ja, wir müssten jetzt gleich... Oh, hier ist aber schon mal eine Rutsche, sehe ich gleich. Die ist ziemlich dicht. Da. Da ist eine Rutsche. Und wenn ich vor seiner Hütte gleich noch eine baue...
Nein, nicht runterfallen. Hallo? Also die Rutsche können wir erstmal nicht benutzen. Oh, mal eben schauen, wo ist er jetzt? Wir müssen jetzt... Ach, immer, ich nehme auch immer den falschen Knopf hier. Haben wir so viele Markierungen schon wieder? Ja, jetzt mal eben einmal wieder... So. Da müssen wir hin. Ach du Scheiße. Also in eine beschissenere Gegend konnte der wahrscheinlich auch nicht mehr reinziehen. Ach du Scheiße. So. Hartmanns Labor. Wie auch immer wir da jetzt hinkommen wollen. Aber irgendwie wird das da wohl hingehen. Oh, 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 oh. Hier runter. Hier kann man ein bisschen sliden. Ups, jawohl. Schaut gut auf. Das sieht aber schick aus, mein lieber Schwan. So, jetzt können wir uns mal ein bisschen ausruhen. Okay, ich glaube, wir müssen da... Ja, ich weiß nicht, wie wir da jetzt am besten reinkommen, aber wir schauen mal. So. Wow, wow, wow. Schön easy bleiben, mein Lieber. Jawohl, wir sind schon mal gescannt. Das sieht gut aus. Kommt der da irgendwie hoch? Da kommt er nicht hoch. Da kommt er nicht hoch. Hallo, krieg dich da mal wieder ein hier. Baby! So, Feldflasche. Wir trinken erstmal ein hier. Auf den Schock. Kommt da nicht hoch hier. Doch, jetzt. Komm her, Baby. Den Rest schaffst du noch. Komm, komm. Jawohl! Wir müssen da wahrscheinlich irgendwie hoch. Komm. Das halte ich fest, Macker. Jawohl. Geht doch. So. Ist da noch irgendwas? Nö. Kommen wir hier mal runter. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wow, was für ein Anwesen. Hammermäßig. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp und sehen uns, wow, was für eine coole Butze. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, haut rein, bleibt gesund und munter, das ist das Wichtigste. Ciao, ciao.